Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Ron-Alex-Briefmarken-Ecke. Wir sind nun angekommen bei Ausgabe Nummer 7. Also haben doch schon einiges an philatelistischen Werken aufgezeigt. Und letztes Mal sind wir stehen geblieben in der Inflation bzw. Nachinflation. Ich hoffe, ihr erinnert euch, so lange ist das auch noch nicht her. War der 1. Dezember 1923, wo die Inflation endete. Und genau hier möchte ich jetzt auch wieder ansetzen. Ich möchte euch die Briefmarken aufzeigen, die neu erschienen sind. Also die Briefmarken nach der Inflation, nach der Zeit der hohen Werte auf Briefmarken. Und möchte dann auch weitergehen in der Briefmarkengeschichte und in der Philatelie. Wir werden jetzt in das Deutsche Reich tiefer eintauchen und auch auf die Veränderungen in der Philatelie hier bedeutend näher eingehen. Hierbei kann ich das euch natürlich nur zeigen, wenn ich euch auch entsprechende Stücke zeige. Das bedeutet, ich werde euch nachfolgend auch Abbildungen wie Hakenkreuze aufzeigen auf Briefmarken, Adolf Hitler und so weiter. Weil nur so kann man schlussendlich geschichtlich auch begründen, welche Auswirkungen auf das Postwesen der damaligen Zeit auch heute noch auf unser Postwesen hat. Und genau darauf werde ich auch nachher nochmal kommen. Ich werde euch einige Briefmarken zeigen und einiges erläutern. Aber nicht nur das, sondern die 30er Jahre in dem Bereich war auch die Zeit, in der der erste Briefmarkenblock verausgabt wurde. Zuvor gab es noch keine Briefmarkenblöcke. Ich denke, ihr erinnert euch, in der ersten Ausgabe hatten wir schon mal einen Briefmarkenblock. Ich kann euch nachher nicht den original ersten Block zeigen. Wenn ihr die Michelwerte seht, dann könnt ihr sicherlich verstehen, warum. Aber ein Briefmarkenblock ist ein Block, in dem Briefmarken eingebunden sind. Werde ich euch dann nachher nochmal im Detail etwas näher aufzeigen. Und nicht nur das, es gab jetzt auch Briefmarken mit Zuschlägen. Sprich, eine Briefmarke, die einen Standardwert eingeprägt hatte, plus einen Zuschlag für zum Beispiel den Sportbund und so weiter. Ich denke, aus der Bundesrepublik Deutschland kennen wir das heute noch. Es gibt noch besondere Ausgaben für den Sport, für die Jugend mit speziellen Zuschlägen, die dann der entsprechenden Organisation zugeschlagen werden. Und genau diese Zuschläge haben auch ihren Ursprung in den 30er Jahren in den dortigen Briefmarken und Ausgaben. Auch hier werde ich euch wieder ein paar Briefmarken aufzeigen und noch die ein oder andere Besonderheit. So, dann würde ich sagen, wir starten und dann sehen wir uns gleich wieder oder sprechen uns gleich wieder mit den hochauflösenden Scans. Bis gleich, ciao! In der Aufnahme könnt ihr nun die ersten Ausgaben der Nachinflation sehen. Wir haben also jetzt nach dem 1. Dezember 1923 und der Aufbau der Marken ist ähnlich, wie ihr sie von der Inflation her kennt, nur wie gesagt ohne die horrenden Wertstufen nun, also 3, 5 und 10 Pfennig könnt ihr nun hier erkennen und auch genau das seht ihr dann wieder, wenn wir jetzt mal kurz einen Blick in den Michel rüberwerfen. Das sind die 3, 5 und 10 Pfennigmarkwerte, die ich euch gezeigt habe. Auch hier wieder mit Falz, Postfrisch, Stempel und auf Brief. Es gibt jetzt hier noch einen Unterschied bei den Markenbildern, ob sie per Plattendruck oder Walzendruck hergestellt wurden. Das sind so die unterschiedlichen Druckverfahren, die zum Einsatz kamen. Hier könnt ihr eine Marke erkennen, die im Walzendruck hergestellt wurde. Das ist nämlich die mittlere hier. Ich habe es mit dem Geodreieck nachgemessen. Die ist tatsächlich etwas höher als die anderen Marken. Genau, und dann könnt ihr auch sehen, es gibt verschiedene Farben. Es gibt sie in Braun und es gibt sie in Schwarz, die 3 Pfennig und die 5 Pfennig in Dunkelgrün und Schwarzgrün. Ich möchte gleich vorneweg sagen, die Farbbestimmung von Briefmarken ist sehr, sehr komplex und schwierig. Hierzu benötigt ihr sehr, sehr viele Vergleichsstücke und dann könnt ihr anhand von Vergleichsstücken herauslesen, herausschauen eher gesagt, was hier schlussendlich für eine Farbe zum Einsatz kommt. Aber generell anhand von Scans oder anhand nur von einer Briefmarke lassen sich Bilder bzw. Farben nicht identifizieren und nicht erkennen. Und jetzt, wie vorhin schon erwähnt, die erste Blockausgabe. 1930 kam sie raus, IPOSTA, die internationale Postausstellung in Berlin damals, 1930. Und ich zoome jetzt mal gerade mal ein Stückchen ran. Ich hoffe, dass ich noch scharf für euch. IPOSTA war der Aufdruck 1930 und innen drin waren die 4 Briefmarken mit den verschiedenen Wertstufen. Und
Der Blog, wie gesagt, kann ich euch leider nicht selber zeigen, beziehungsweise ja, persönlich, weil der Briefblock hier wirklich sehr teuer ist. Also postfrisch 500, postfrisch 1500, gestempelt 2000 und auf einem Brief sogar noch 2400. Also der Blog, der erste Blog, der verausgabt wurde, war wirklich sehr, sehr teuer. Aber dies ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ein Briefmarkenblock entstanden ist. Und auch heute noch in der Bundesrepublik Deutschland gibt es jedes Jahr immer wieder mehrere Blockausgaben nach dem gleichen Prinzip. Nämlich, ich habe ein Bild außenherum und in dem Bild außenherum sind die Marken innen drin eingebettet und erzählen dann eine kleine Geschichte. Weiterführend jetzt möchte ich auf 1935 gezeigte Marken eingehen, den Heldengedenktag. Ja, wie zuvor schon erwähnt, gibt es bedauerlicherweise jetzt zu sagen, wir befinden uns jetzt nun in der NS-Zeit und hier wird nun leider der Krieg und das damit Verbundene glorifiziert. Entsprechend dessen hat auch der Heldengedenktag 1935 jetzt Einzug gehalten. Hierbei möchte man symbolisieren, dass es ehrenhaft ist, Soldat zu sein, für sein Vaterland zu sterben und in den Krieg zu ziehen. Möchte ich jetzt mal kommentarlos so stehen lassen. Aber das sind die ersten Auswirkungen, die sich nun auch philatelistisch zeigen, sodass auch beim Briefeversand aufgezeigt wird, was toll, was hip ist und was man machen muss und was dem Vaterland zugutekommt. Und nicht nur das, ihr habt jetzt auch gesehen, die Briefmarkenbilder verändern sich. Wenn wir jetzt mal noch mal kurz zurückgehen zu 1923, na, hier seht ihr noch ein einfaches Bild, beziehungsweise die Marken waren sehr, sehr einfach. Es ging nur darum, Wertstufen abzubilden. Nun geht es darum, schon beim Postblock könnt ihr es erkennen hier, bei dem Heldengedenktag noch besser. Es geht nun darum, auch eine Geschichte etwas zu erzählen und dass eine Briefmarke auch wirklich etwas darstellt und sehr schön aussieht. Und nicht nur das. Im Deutschen Reich und während der NS-Zeit wurden die Briefmarken auch leider dazu benutzt, dass Briefmarkensammler sehr, sehr viele Briefmarken kaufen. Und damit wurde dann schlussendlich auch, wurden dann auch endlich die Kriegskassen gefüllt und wurden auch Schulden im Staat bezahlt und so weiter. Das war schon ein Weg, den es dahin gegangen ist. Und die Marken werden nun auch immer ansprechender. Nun werfen wir mal einen Blick rüber in den Michel-Katalog. Verausgabt wurden die Marken am 15. März 1935 zum Heldengedenktag für die ersten, die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten. Dagegen spricht er schon mal gar nichts. Hier gibt es die 6-Pfennig- und die 12-Pfennig-Marke. Und jetzt seht ihr hier noch ein X und ein Y. Senkrechte Gummiriffelung, waagrechte Gummiriffelung. Und das bedeutet, wurde die Gummierung auf dem Briefmarkenbogen hinten senkrecht oder waagrecht aufgetragen? Aber genau das werde ich jetzt euch in einem kurzen Exkurs näher bringen. Dazu muss ich jetzt euch aber ganz kurz in die Hand nehmen. Bis gleich. Da werden wir auch schon. Jetzt geht es darum, herauszufinden, wie wurde die Gummierung auf die Briefmarke aufgetragen? Wurde sie an der senkrechten aufgetragen oder in der waagerechten aufgetragen? Das bedeutet, wurde der Briefmarkenbogen mit dem Kleber, mit der Gummierung, also in der waagerechten bestrichen oder in der senkrechten? Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr etwas von oben nach unten bestreicht, dann wölbt sich das Ganze nachher von oben nach unten. Bestreiche ich es in der waagrechte, wölbt es sich von links nach rechts. Aber wie bringen wir jetzt die Briefmarke dazu, uns zu sagen, wie sie denn bestrichen wurde? Und hier haben wir sie. Ich habe es euch gerade in der Aufnahme gezeigt, 569 des Deutschen Reichs, der Heldengedenktag. Aber um euch das jetzt zu zeigen, muss ich euch kurz aus der Hand legen. So. Nicht zu vergessen, Briefmarkenpinzette. Zwar eine gestempelte Marke, aber trotzdem. Wir nehmen jetzt die Briefmarke und legen die Briefmarke ganz einfach auf die Handfläche. Ganz normal ablegen. So. Jetzt fragt ihr euch, warum legen wir eine Briefmarke auf die Hand? Das ist eigentlich ganz einfach. Dazu nehme ich euch jetzt wieder näher ran, dass ihr das auch sehen könnt. So. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ihr seht nun, dass sich die Briefmarke beginnt zu wölben. Und das ist genau der Trick an der Sache. Weil jetzt steigt Wärme von meiner Handfläche auf, wärmt die Briefmarke und ihr seht nun, die Briefmarke wölbt sich von oben nach unten. Ich gehe mal kurz weg.
hätte ich gerade die Briefmarke nochmal aus der Hand. Also die Briefmarke wölbt sich jetzt von oben nach unten. Das bedeutet dann ganz einfach, dass der Briefmarkenbogen also ganz einfach in der Senkrechten bestrichen werden musste, weil ansonsten würde sich die Briefmarke jetzt nicht so wölben. Und diese Briefmarke merkt sich so gesehen, wie damals die Gummierung aufgetragen wurde. Die Frage ist natürlich, wie macht ihr das Ganze bei einer postfrischen Marke? An sich haben die postfrischen Marken schon eine Grundwölbung, wo ihr ablesen könnt, ob sie jetzt senkrecht oder waagrecht gummiert wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, einfach auf die flache Hand legen, kurz warten und ihr werdet dann innerhalb von ein paar Sekunden wie bei der Marke sehen, wie sich die Briefmarke wölbt, ob sie sich von links nach rechts zusammenwölbt oder von oben nach unten. Und dann müsst ihr eben schauen, wie die Briefmarken auf dem Briefmarkenbogen angebracht waren. Und dann wisst ihr auch sehr genau und sehr schnell, ob die Briefmarke in der waagrechten oder senkrechten gummiert wurde. Gut, dann springen wir wieder zurück an PC und machen weiter. Bis gleich. So, dann sind wir wieder zurück. Ich habe euch gerade die senkrechte und die waagrechte Gummierung jetzt etwas näher gebracht. Ihr wisst jetzt, wo der Unterschied hierbei besteht und entsprechend dessen auch die verschiedenen Wertangaben hier zum Tragen kommen. Und jetzt möchte ich auch weitergehen. Zu Ausgaben der Deutschen Olympischen Winterspiele 1936 bzw. 35 wurden die Briefmarken verausgabt. Es gibt jetzt hier zwei Besonderheiten. Zum einen, zuvor angesprochen, die zusätzliche Wertabgabe. Sprich, für den postalischen Versand und für die Post gelten diese 6 Pfennig, die aufgetragen sind. Und diese 4 Pfennig, die hier zusätzlich sind, die wurden dann gespendet an die Sportler zur Unterstützung von Sportlern und ihren Sportarten. Das bedeutet also, diese Marke hat 10 Pfennig gekostet. Wenn ich sie im Postversand aber aufgegeben habe, haben nur die 6 Pfennig gegolten. Das gleiche gilt natürlich für die 12 Pfennig plus 6 Pfennig, also 18. Und die 25 plus 15, das wären dann die 40 Pfennig, die zu entrichten gewesen wären. Und es gibt jetzt noch eine weitere Besonderheit bei dieser Ausgabe. Ihr könnt hier unten immer noch einen Namen erkennen. Und das ist derjenige, der die Briefmarken gezeichnet und entworfen hat. Ich kann mal gerade mal kurz etwas näher ranzoomen, wird ein bisschen unscharf jetzt. Das war der Entwerfer der Briefmarken, M. Eschle. Also gut, Schwabe, SCH wird bei mir leider immer ein Sch. Und M war der Vorname und Eschle der Nachname. Und das ist genau das Besondere. Also, es gibt nun wirklich Briefmarken mit Zuschlägen, die dann der entsprechenden Gemeinnützigkeit zugute kommen sollten. Und der Entwerfer der Briefmarke befindet sich nun immer auch mit auf der Briefmarke. Und genau das finden wir auch im Michel-Katalog wieder hier. Wir haben jetzt hier einen Satz, 6 plus 4, 12 plus 6 und 25 plus 15. Und dies ist auch der Satzpreis. Satzpreis bedeutet, wenn ich alle 3 Briefmarken habe, dann entspricht dies einem Wert von, in diesem Fall, 12 Michel-Euro, die gestempelt sind. Und genau diese Anmerkung, hier unten auch nochmal aufgeführt, dies sind die ersten Ausgaben der Reichspost, die den Namen des Zeichners tragen. Ja, und nun geht das Ganze weiter. Adolf Hitler haben wir hier nun mit der Dauerserie Adolf Hitler. Was ist der Grund, warum ich euch die Marken zeige? Ganz einfach, wie ihr erkennen könnt, die Marken zum dem Propagandazweck natürlich. Es sollte aufgezeigt werden, wer der oberste Mann im Reich ist. Und entsprechend dessen befindet er sich auch auf der Briefmarke. Aber nicht nur das, sondern ist euch aufgefallen, dass es in der Bundesrepublik Deutschland heute keine noch lebenden Personen auf Briefmarken gibt. Und dies ist genau diesem Punkt geschuldet. Weil man im Deutschen Reich wurde die Briefmarke instrumentalisiert und es wurden Geschehnisse, Bilder oder Persönlichkeiten abgedruckt, die noch am Leben waren und die einen aktiven politischen Einfluss haben. Und den Betrachter wollte man somit dazu bewegen, dass er die Dinge, die diese Person tut, natürlich für gut heißt und etwas Positives den Ganzen abgewinnt. Und genau deswegen wurde die Entscheidung getroffen, dass es heute in der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine Briefmarken von Persönlichkeiten, die noch im Leben sind. Und dies ist genau darauf zurückzuführen, auf den Missbrauch der Briefmarke während des Dritten Reiches.
Aber auch diese Briefmarken, 1345, ist ein Teil der Dauerserienausgabe, 1944 verausgabt. Da musste ich jetzt ein bisschen vorspringen, weil ich keine andere Briefmarke schnell zur Hand hatte, wo Adolf Hitler abgebildet war. Aber es war, wie gesagt, die 1345-Ausgabe, nicht sehr wertvoll, gehaltvoll in diese Richtung. Aber auch hier gibt es verschiedene Ausgaben, schwarz-grün und grau-schwarz. Und genau hier möchte ich jetzt nämlich enden, weil wir werden jetzt noch auch weitergehen. Es wird noch weitere Besonderheiten und Änderungen im Postwesen geben, die im Deutschen Reich begonnen haben. Und genau darauf möchte ich dann in der nächsten Ausgabe näher drauf eingehen. Und deswegen springen wir jetzt wieder zurück. Da werden wir wieder. Nun sind wir zurück mit dem ersten Teil des Deutschen Reiches. Ich hoffe, es war interessant und ich konnte euch einige Teile näher bringen, die euch dann jetzt auch sicherlich erklären, warum in unserem heutigen Postwesen noch gewisse Regeln gelten und woher diese Regeln dann einfach auch kommen und worauf diese sich dann auch bezogen haben. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Und wenn ich keine Folge mehr dazwischen hinbekomme, dann noch einen guten Rutsch in das Jahr 2017. Und dann werden wir 2017, vielleicht auch zuvor noch, dann wieder einsteigen im Bereich 1940. Und dann werde ich euch dort noch die weiteren Teile zeigen. Bis dann. Tschüss.